Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und stehe hier auf dem Hof von der MEP Ostseeküste. Und ich habe festgestellt, es lohnt sich momentan nicht, eine andere Sämaschine zu besorgen. Die nächste, die hat nur wenig mehr Inhalt und auch plus 3 Meter Arbeitsbreite und kann auch nur aussäen. Also bleiben wir erstmal bei der, die wir haben, denn wir haben ja nicht so viel Geld. So, da werden wir mal gucken. Das, nebenbei läuft nach wie vor noch die Mission. Ich wollte sie erst fertig machen offscreen, aber sie läuft jetzt noch. Ich habe es nicht getan. Wir werden jetzt hier erstmal Saatgut einsacken. Stehen wir da überhaupt richtig jetzt? Nee, noch ein Stück vor. So. Okay. Schwupps. Und schon ist da ganze Salat erledigt und die Maschine voll. Ich werde gleich mal hier auf dem ersten Wegpunkt einstellen. Kurs muss ich rausnehmen von vorhin, vom Kalken. So, und hier müssen wir Kaufsilo vom Hof und Saatgut. Das können wir ja schon mal lassen. Da fahren wir mal rüber zum Feld. Wir klappen die Maschine zu. Oh, jetzt bin ich aus Versehen auf F gekommen. Wir brauchen jetzt kein Licht. Es ist helllichter Tag. So. Ah, 2000 haben wir bezahlt. 15.000 haben wir jetzt noch. Es wird immer knappiger. Aber ich hoffe mal, dass ich das Feld jetzt hier bestellt bekomme und dann die Missionen abgeben kann, sodass wir uns über Wasser halten. Ne? Jetzt brauchen wir erstmal einen Kurs. Einen Kurs für unser Feld 50. So, die Arbeitsbreite von der Maschine ist 3 Meter. Ja. So, da wollen wir mal gucken. Ich werde sehen, dass sie hier aufhört. Generator öffnen, 3 Meter. Na, da brauchen wir, können wir schon ein paar mehr Vorgewände machen. Ich gehe mal auf 8. Wir werden uns gleich anschauen, ob das funktioniert mit der Feldform. Sonst muss ich halt runter. Wir fangen auf den Bahnen an, ganz klar. Aber ich gehe diesmal nicht scharf, glaube ich. Oder? Das ist ja eine kleine Maschine. Ja, schwierig. Da, ich gehe scharf. Doch, wir probieren es aus. So, im Uhrzeigersinn ist korrekt. Ich bleibe bei einer Reihe überspringen. So, da werden wir uns das mal angucken, wie das aussieht. Ja. Naja. Ich denke mal, ich bin gespannt, ob das klappt. Mit den Ecken, vor allen Dingen hier oben und hier. Und da haben wir auch noch mal zwei Ecken. Und hier sieht es ja auch rechtwinklig aus. Also scharfe Ecken, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, ich gehe lieber auf weich. Ich habe das Gefühl, das ist besser. Nochmal generieren, mal gucken, wie es aussieht. Ja, so werde ich das lassen. Ich glaube, das ist mir lieber. Naja, in der Mitte sind halt schräge Linien, aber die müssen ja nicht so weit an den Rand fahren, ist ja Platz genug zum Wenden und eine Reihe überspringen. Ich denke, so lasse ich es mal. Also die 50 mit 3 Metern. Haben wir denn da vorne schon wieder? Das K schon wieder mal dazwischen gerasselt. Das passiert immer wieder mal. So, aber jetzt ist es gut. Okay. Erster Wegpunkt. Da können wir den ja mal anfangen lassen hier. Ich schalte mich mal eben durch zu dem anderen hier. Guckt mal, das hat nicht einmal ist die hängen geblieben. Das hat also funktioniert mit diesem Kurs hier. Es sieht auch ordentlich aus. Also da bin ich ja begeistert von. Das hat ja wunderbar geklappt.
fein. An den Ecken ist natürlich so ein bisschen was, was liegen bleibt hier. Das ist halt nicht anders machbar. Ich denke mal, wenn die Arbeitsbreite weniger breit ist, bleibt gleich weniger liegen. Aber ich bin nicht sicher, ob das so ist. Jetzt müssen wir halt das hier einsammeln. Also Quatsch, nicht einsammeln, sondern zu Ballen pressen. Und da muss der erstmal zurück zum Händler hier. Und dahin schicke ich den jetzt mal automatisch. So. Moment, wo haben... Ach, da ist er doch. Da fährst du jetzt hin. Und den Kurs... Nee, den kann ich drinnen lassen im Traktor. Genau den gleichen Kurs nehme ich ja zum Ballenpressen jetzt dann auch. Ganz klar. So, da schauen wir mal derweile. Kann im August... Kann nicht im August gepflanzt werden. Ach ja, ich habe die Frucht nicht eingestellt. Ah ja, wie ja, typisch Marizel. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Wir wollen Raps haben. So. Und jetzt wird der wohl machen. Genau, jetzt klappt das. Ja, das ist immer so richtig. Das ist typisch Marizel. Echt mal. So, na, dann lassen wir den jetzt arbeiten. Der ist angekommen beim Händler hier. Das ist prima. Ich werde mal die Anzeige hier wegnehmen, das sehe ich mehr. Ja, ich schalte an. Natürlich. So, jetzt hole ich hier mal ein bisschen weiter aus und fahre direkt hier rum, wenn das irgend möglich ist. Jawohl, es ist möglich. Ach, das ist wieder diese komische Wackelgeschichte hier. Mit dem Wender. Das habe ich, na, war gar nicht schlecht, dass wir nicht zugeschaut haben. Das stört richtig. Das haben die also nach wie vor noch immer nicht hinbekommen. Also mit diesem Wender werde ich, wenn ich mal einen eigenen habe, mit Sicherheit nicht arbeiten. Das stört mich, dieses Rumgewackel da. So. So, jetzt werden wir uns die Presse hier ranholen. Fahre ich gleich mal hier raus. Und wir fahren auch gleich persönlich dahin. Nee, da wollte ich doch gar nicht rein. Das wollte ich haben, so. Ich muss natürlich den ersten Wegpunkt einsetzen, bevor ich das vergesse. So, jetzt müssen wir hier rein. Ich tue die schon ein Stück weiter hinterfahren. Du musst ja sowieso weiter hinterfahren zum Anfangspunkt, ne? So. Jetzt lasse ich dich weitermachen. Okay, ich denke mal, das müsste alles so Balletti sein. Versatz mache ich nicht rein. Ja, die hat keine große Arbeitsbreite, die Presse, aber wir werden sehen, das wird schon klappen. So, also, dann fangen wir an. Vorne ist irgendwo der Anfangspunkt. Jawohl, hier links. Bin gespannt, ob ich da werde ab und zu mal Meldungen bekommen, dass er blockiert wird vom eigenen Ballen. Okay, der füllt sich ziemlich schnell, der Tank von der Presse. Okay, okay. Ah, die macht ihre Arbeit hier. Das wird schon klappen.
Ich habe hier zwei Reihen überspringen gehabt. Genau. Und das hat sich bewahrheitet. Das hat sich sehr, sehr gut gemacht. Und das ist ja auch ein ziemlich langes Gerät hier hinten dran. Also, das funktioniert recht gut. So, warum nimmt er hier nicht alles mit? Fährt doch direkt auf dem Kurs und hinterlässt da links teilweise, naja, das gefällt mir nicht so richtig. Jetzt macht das wieder nicht. Das muss ich im Auge behalten. Ansonsten muss ich zum Schluss von Hand nochmal nachsammeln, wenn so ein paar Stellen sind, wenn was fehlen sollte. Jetzt sammelt er wieder sauber. Ja, lass mal ihn arbeiten. Der kommt oft voran hier, das ist ja prima. Und Saatgut wird gar nicht so viel verbraucht. Die Maschine hat nur einen kleinen Tank, aber wenn der Verbrauch nicht so groß ist, dann funktioniert das ja. Es ist nur halt, dass die Arbeitsbreite sehr schmal ist, nicht? Sehr schmal. Aber es ist Zeit. Ich habe doch Zeit. Also ich sollte mich da gar nicht großartig... Ja. Körner pro Quadratmeter. Oh Gott, das ist aber nicht viel. Das hört sich sehr wenig an, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das korrekt ist, aber ja. Wer weiß, wer weiß. Interessant. Man hört hier das Meeresrauschen. Schön. Das ist Musik in meinen Ohren. Das liebe ich. Ich liebe halt das Meer. Und die Ostsee ist das nächste Meer, oder man sagt ja, Barentssee sagt man nicht, wie sagt man, es gibt verschiedene Bezeichnungen, wie man sie bezeichnet. Für mich ist es die Ostsee und ich finde sie gut. Und ich kann sie jederzeit erreichen. Die haben hier mehrere Bodenwinkel verarbeitet auf der Map. Das finde ich ja gut. Da sind die... Diese Linien jetzt von der Sämaschine nicht schräg, sondern doch gerade, so wie sie fährt. Das gefällt mir. Eine feine Textur. Ich spring mal ab. Ich muss mir das mal ein bisschen anschauen hier. Stickstoff ist schlecht. Ja, war mir klar. Wir haben zwar Mist drauf gefahren, aber ja, die Maschine, die kann halt nicht düngen. Da müssen wir nachdüngen, ganz klar. pH-Wert ist perfekt. Na, guck mal einer an. Aber mit dem Mist, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das auf der Reihe haben, wie es aussieht. Und ich wollte nicht zweimal mit dem Mist da drüber fahren. Nee, nee, das habe ich jetzt nicht gewollt. Aber mir ist gerade die Idee gekommen. Ich wollte ja beim Händler so ein Einkaufssilo aufbauen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, das Einkaufssilo, was ich jetzt am Hof stehen habe, ob ich da auch Mist kriege. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das ist natürlich sehr unrealistisch. Das wollte ich eigentlich nicht. Und eigentlich wollte ich dieses Silo auch nicht am Hof behalten, sondern am Händler hinstellen. Ich habe das jetzt nur am Anfang gemacht, dass ich das am Hof gepackt habe, weil es sehr, sehr knapp war mit dem Geld und die Fahrerei. Naja, wir werden sehen. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß gar nicht genau. Ja, ich hätte ja von der Oma Tana das teilnehmen können. Oh, ich glaube, da kriege ich sogar Mist. Aber für am Hof zu stellen, habe ich halt dieses kleinere Teil ausgesucht gehabt. Wir rennen mal kurz zum Hof rüber. Ist das die richtige? Ja, das ist die Richtung. Da müssen wir hin, wenn wir das wollen. Und zwar habe ich ja hier
das Silo von der Oma Tana schon stehen. Und dann habe ich hier dieses Teil hier hingestellt, weil es so schön klein ist, schön niedrig und das passt hier irgendwie ins Bild. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich hier auch Mist kriege. Das muss ich mal probieren. Dann brauche ich nicht jedes Mal bis zu diesem Pferdehof zu fahren. Aber es ist ja realistischer, nicht? Und ich möchte ja eigentlich schon eher realistisch spielen hier. Nicht total. Es wird auch Mods geben auf dieser Karte, wenn ich die spiele, ganz klar. Ganz ohne Mods, nö, mache ich nicht. Möchte ich auch nicht. Hier geht es ja auch ein bisschen um Spielspaß und nicht nur um Realistik. Aber realistisch angehaucht möchte ich hier schon spielen. Ich gucke mal eben ganz schnell beim Baumenü nach, wie das sich da verhält mit der Preisgeschichte. Es wird unter Container sein, denke ich mal. Bui Alfrü, das ist ein großes Teil hier. Das wollte ich beim Händler nicht hinstellen. Da ist sowieso schon knapp mit Platz. Bei den kleinen Teilen hier gibt es keinen Mist. Die sind ja perfekt. Die passen ja überall hin und sehen aus wie ein kleines Lager, nicht? Finde ich so herrlich. So klasse. Und das hier ist, glaube ich, der, den ich habe. Nee, das Mineralfutter verkauft. Das ist es nicht, was ich habe. Was haben wir denn hier noch? Vielleicht ist das weiter vorne. Oder gar nicht hier. Moment mal. Ich gehe mal auf Verkaufsstation. Nee, Verkauf ist das nicht. Ich will ja dort nichts verkaufen. Ich gucke mal hier, unter Fabriken. Sonst muss ich unter Silos noch mal kurz schauen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wo ich mir das gut vorstellen kann, dass es da steht. Der Wasserturm, der wird irgendwann auch meine. Auf dieser Map garantiert. Nee, hier war es nicht. Da gehe ich mal unter Gebäude auf Silo. So, das sind jetzt diese Multifrucht-Silo. Ach, das kann befüllt werden. Ja, genau. Na klar, es sind ja die, wo alles reinpasst, von Oma Tana stimmt. Also hier ist auch nichts. Silo-Erweiterungen. Ja, das sind diese Sachen. Das ist ein Zusatzwassertank, genau. Nee, ich habe hier nichts. Das hat den Mod habe ich gar nicht drauf. Na, siehst du, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Unter Container haben wir ja schon geguckt. Unter Tools eventuell noch. Aber eher nicht. Oh, was haben wir hier? Tierfutterkaufstation. Aha, eine, die nur halb so teuer ist. Na, guck mal, das gibt's auch. Was ist denn das? Garagenwerkstatt mit drei Buchten. Na, das brauche ich nicht. Und die habe ich gebaut hier. Nee, hier haben wir es auch nicht. Das ist, glaube ich, eine Waschanlage. Ja, Waschstation. Und das hier ist eine Werkstatthalle. Ah ja, genau. So was haben wir hier auch. Aber das brauche ich nicht. Nee, der Mod ist nicht oft. Der ist nicht drin hier im Spiel. Okay, da muss ich mich mal umschauen, dass ich den reinpacke. Oh, der ist fleißig zugange hier. Prima. Schon weit vorangekommen. Und die liegen schön weit auseinander. Ich denke mal, hier wird es keine großen Probleme geben, wenn der im Vorgewende ist. Aber das werden wir sehen. Und der füllt jetzt die Lücken. Okay. Oh, wir sind schon bei 19 Minuten angekommen. Ist ja Wahnsinn, wie schnell das wieder geht. Aber ja, das ist halt so. Und ich denke mal, so sehr viel mehr gibt es ja jetzt hier auch nicht zu zeigen. Im Moment läuft alles, wie es muss. Ich werde hier jedenfalls nachdüngen, wenn die erste Wachstumsstufe sichtbar ist. Und dann werde ich sehen, wie sich es dann entwickelt. Bis dahin habe ich die Mission fertig und vielleicht noch eine andere angefangen oder auch noch fertig, dass ich mir dann den Dünger leisten kann. Aber vielleicht ist er auch gar nicht so groß im Verbrauch, wenn man jetzt hier mit Precision Farming arbeitet. Oh, jetzt wird hier schon ein bisschen mehr gebraucht. 52 Körner.
Das variiert aber deutlich hin und her. Warum auch immer, das verstehe ich nicht so ganz. Der Boden ist überall gleich. Warum da an manchen Stellen weniger Körner reingepackt werden als an anderen, keine Ahnung. Naja. Okay, die Zeit ist um, meine lieben Zuschauer, ich springe hier mal ab. Dann beende ich jetzt mal für heute mein Video und bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich riesig drüber. Das hilft auch dabei, den Kanal weiterzuentwickeln. Genauso freue ich mich auf eure Kommentare unter dem Video. Und ein Abonnement ist genauso hilfreich wie der Daumen nach oben und wie alles andere, um den Kanal weiterzuentwickeln. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Passt bitte schön auf euch auf und bleibt bitte gesund. Und dann sage ich mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal, eure Maritze.